Lass sie gehen, lass sie gehen. So sieht's aus, wenn Fans zu Background-Tänzern werden. Mehr als 60 Leute sind hier auf der Bühne. Beim Konzert vom deutschen Musiker Peter Fox. Eine von den spontan ernannten Tänzerinnen ist LT1-Online-Redakteurin Emma Kleiss. Man konnte es so gar nicht glauben, das war so total surreal irgendwie. Und es geht dann alles so schnell, man macht dann einfach, weil sie haben uns auch Backstage gesagt, egal ob ihr tanzen könnt oder nicht, macht es einfach, tat mittanzen, abschicken, mitfeiern, egal wie es ausschaut, feiert das und genießt die Zeit. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Und das ist Wahnsinn. Das war absolut das beste Konzert ever. Das war einer der Top 3 Momente meines Lebens. Das werde ich nie vergessen. Peter Fox war einer der Headliner am Lido Sounds am Linzer Urfahraner Marktgelände. Das Musikfestival hat erstmals stattgefunden. Mehr als 66.000 Besucher waren an 3 Tagen hier. Und die haben sogar einen Hauch von Luxus gehabt. Das Festival, was da stattfindet, gibt es in Europa kaum wo. Also wir haben da einen Ort, der magisch ist, der unglaublich ist. Es gibt da im Hintergrund wassergespülte Toiletten. Es gibt es auf keinem Festival. Das ist, die Leute sind total geflasht, die sind fix und fertig. Es gibt eine Auswahl der feinsten, schönsten, besten, veganen, vegetarischen und auch fleischigen Streetfood-Standeln in einer Diversität, die man sucht. Wenn es da regnet, und es hat einmal kurz geregnet, ist in einer Stunde wieder trocken, man ist nicht im Schlamm. Es ist sehr, sehr angenehmes Wohlfühl-Feel-Well-Festival. Zu Feel-Well gehört mittlerweile auch die Kulinarik. Und ein Foodtruck hat es den Festivalbesuchern besonders angetan. Der von Markus Fuchs, alias Fuchsi, und Sabine Reisinger. Wir verkochen Lebensmittel, die ansonsten weggeworfen werden. Wir waren zusammen Donnerstag, Freitag, Samstag und haben bei verschiedenen Einzelhändlern und aber auch bei Bauern und Großhändlern haben wir Sachen holen dürfen und bei Bäcker und haben das dann verkocht. Die meisten sind dann wirklich so, dass es einer voll taugt und dass sie Freude damit haben, dass es erstens ein Alternativangebot gibt zu dem, was man eh auf jedem Festival hat und dass man sich mit der Sache einfach auch beschäftigt, weil nach wie vor einfach viel zu viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Der oberösterreichische Fuchsi im Foodtruck und der deutsche Fox auf der Bühne. Beide auf einem Festival. Und beide haben die Besucher auf ihre ganz eigene Art glücklich gemacht.